Ich grüße dich, Coach Luco hier. Und warum können manche alles essen und nehmen einfach nicht zu? Also ich habe dir mal wieder einige Gründe mitgebracht. Wenn dir weitere dazu einfallen, einfach in die Kommentare damit. Hier mein erster Grund. Grund Nummer 1, unabhängig davon, was Sie essen, essen Sie einfach nicht genug, um in einen Kalorienüberschuss zu gelangen. Denn du bekommst das ja auch alles nicht mit. Du siehst es vielleicht nur in einem bestimmten Zeitraum, was Sie essen, aber über den Tag, über 2 Tage, über 3 Tage und über die Woche gerechnet, sind das dann im Endeffekt nicht so viel Kalorien, dass Sie im Endeffekt einen Überschuss haben und zunehmen würden. Und Grund Nummer 2, den Teil der Ernährung, den du nicht siehst, ist eigentlich relativ gesund. So wie bei mir beispielsweise. Ich lebe so nach dem 80-20-Prinzip. 20% davon ist wirklich schlechte Lebensmittel, die ich dann auch zu mir nehme. Das sind auch Süßigkeiten, das sind auch mal Chips. Das ist auch völlig normal. Und 80% davon ist relativ gut. Und im Endeffekt auch nicht so kalorienreich über die ganze Woche, sodass ich nicht Unmengen an Fett einlagere und entsprechend dann auch dick werde. Ganz einfach eigentlich. Grund Nummer 3, Sie haben einen höheren Stoffwechsel und benötigen entsprechend auch mehr Kalorien, um im Endeffekt auch das Gewicht zu halten. Beispielsweise kannst du dich ja nicht mit anderen vergleichen, du bist ein komplett anderer Mensch. Das heißt im Endeffekt, die andere Person hat vielleicht mehr Muskulatur, die dann im Endeffekt dann auch mehr Kalorien verbrennt. Der Stoffwechsel ist komplett anders als deiner. Demnach kannst du dich mit der anderen Person auch nicht auf diese Art und Weise vergleichen, weil du eine komplette andere Voraussetzung mitbringst. Grund Nummer 4, die anderen sind vielleicht aktiver und bewegen sich im Alltag mehr. Fängt ja schon bei der Arbeit an beispielsweise. Der eine arbeitet im Büro, der andere arbeitet auf dem Bau, der andere im Verkauf und geht einfach viel mehr und bewegt sich mehr und muss einfach viel mehr schleppen. Und da sind auch wieder Unterschiede zu sehen und im Endeffekt hat der andere einen viel höheren Leistungsumsatz als der andere und das ist natürlich auch ein Grund, warum der andere mehr Kalorien verbrennt und auch benötigt. So, das waren meine 4 Gründe, kurz und knapp zusammengefasst. Wenn dir noch weitere einfallen, einfach in die Kommentare damit. Und wenn dir eine Frage einfällt, die ich klären sollte, dann auch in die Kommentare damit. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bleib weiter gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Dein Coach Luca.